Julian Nagelsmann soll der neue Trainer des FC Bayern Münchens werden. Das haben wir mittlerweile alle mitbekommen. Die Entscheidung der Bayern-Bosse ist gefallen. Er soll das Ganze jetzt im Sommer übernehmen und er möchte dann wohl direkt mal zwei Stars aussortieren. Welche Stars das sind und wer dann tatsächlich hier vielleicht schon bald nicht mehr beim FC Bayern München spielt, dazu gleich mehr. Zudem geht es rund um Cristiano Ronaldo und Leverkusen. Xabi Alonso soll jetzt tatsächlich einen Transfer von Cristiano Ronaldo gefordert haben. Was war das für ein irres Gerücht? Wir schauen uns das Ganze an und bleiben auch direkt bei Xabi Alonso, denn Bayer-Boss Caro, der sagt, Xabi Alonso könnte wohl schon bald bei Real Madrid an der Seitenlinie stehen. Das und mehr Themen jetzt gleich hier in diesem Video. Vorab, lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Denn nur ca. 20% meiner Zuschauer mich abonniert, deswegen lasst auch hier ein Abo da. Und damit gehen wir direkt rein in das erste Thema. Julian Nagelsmann steht laut den Berichten von Sky wohl kurz vor einer Rückkehr zum FC Bayern München. Die Bayern-Bosse sollen sich jetzt für ihn entschieden haben. Er soll das Ruder wieder in die Hand nehmen. Das ist wohl mittlerweile ganz klar kommuniziert worden. Zwar spricht die Münchner Abendzeitung noch so ein bisschen dagegen. Sie sagen, ja, die Zweifel am Bundestrainer, die gibt es immer noch in München und die sind immer noch hörbar. Von daher ist da das letzte Wörtchen auch noch nicht gesprochen. Aber die Sportbild, sie bestätigen das Ganze, was hier Sky berichtet hat. Ja, es sind fortgeschrittene Gespräche im Gange. Wenn sich Julian Nagelsmann jetzt endlich final dann äußert und eine Entscheidung trifft, dann ist es wohl fix, denn die Bayern-Bosse, sie haben sich wohl festgelegt. Das jetzt wohl schon mit Max Eberl besprochen wurde, das ist nämlich zum Beispiel das Thema, welche Spieler beim FC Bayern München gestrichen werden sollen. Und wie jetzt die Sportbild enthüllt hat, gibt es direkt mal zwei Kandidaten, die wohl jetzt tatsächlich unter Julian Nagelsmann keine Rolle mehr im Kader des FC Bayern Münchens spielen würden. Das ist zum einen Leon Goretzka und zum anderen Serge Gnabry. Passend dazu spielen die beiden ja auch aktuell im DFB-Team unter Julian Nagelsmann natürlich auch keine Rolle, wurden da zuletzt gar nicht mehr nominiert. Bei Leon Goretzka muss man sagen, liegt es vor allem an den Leistungen, denn die waren nicht allzu gut in den letzten Wochen und Monaten. Da gab es zwar mal ein kurzes Leistungshoch, das ist aber mittlerweile auch schon wieder länger vorbei. Bei Serge Gnabry, da liegt es auch natürlich viel an den ganzen Verletzungen, die er da erlitten hat. Muss man auch ihm irgendwo zugutehalten, da kann er nichts für, dass er so oft verletzt war. Und das hat ihm auch immer wieder das Leben erschwert. Jetzt zuletzt kam er wieder sehr, sehr stark zurück und prompt hat er sich gegen Arsenal in der letzten Woche im Hinspiel direkt wieder verletzt. Von daher kann man hier eigentlich auch nur den beiden Spielern alles Gute wünschen, aber das passt auch zu den Berichten, dass wir in den letzten Wochen auch schon immer mal hier auf dem Kanal thematisiert haben. Man will einen neuen Flügelspieler holen und dann gilt eben Serge Gnabry als erster Kandidat, den man wohl verkaufen könnte, denn er hat ein sehr, sehr hohes Gehalt beim FC Bayern München und parallel die eher nicht so überragenden Leistungen. Das spricht jetzt nicht so viel für Gnabry, muss man auch halt ganz klar so sagen. Von daher könnte das hier wirklich schon stimmen. Leon Goretzka, man hört es immer wieder, man will eine neue Mittelfeldachse beim FC Bayern München installieren. Gnabry würde dann auch nicht mehr ins Mittelfeld dazugehören, aber wohl Leon Goretzka auch nicht. Goretzka oder Kimmich war lange die Entscheidung und jetzt ist wohl seitens Nagelsmann die Entscheidung hier eher wohl auf Goretzka gefallen, dass man ihn wohl aussortieren möchte und dann vielleicht ein neues Mittelfeld mit Kimmich plus einem defensiven Sechser oder Pavlovic und ein defensiver Sechser. Alles möglich, wie Nagelsmann sich das genau vorstellt. Dazu gibt es jetzt noch keine großen Berichte, aber die Sportbild berichtet es eben hier, dass das wohl schon mal die zwei Spieler sind, die jetzt hier von Julian Nagelsmann aussortiert werden würden. Ob das Ganze stimmt, ob Nagelsmann der Trainer wird, das wird wir dann tatsächlich jetzt bis zum Ende April, also in den nächsten zwei Wochen, wohl erfahren. Ich bin sehr gespannt. Ich halte euch darüber wie immer auf dem Laufenden. Und damit kommen wir auch schon zu einem weiteren Thema. Wird Cristiano Ronaldo einen Weg jetzt in die Bundesliga zu Bayer Leverkusen finden? Zumindest mal gab es da tatsächlich Gerüchte. Denn dort wurde tatsächlich das Gerücht so ein bisschen gestreut, dass jetzt mit der Verlängerung oder beziehungsweise dem Nichtwechsel von Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen direkt mal der Wunsch tatsächlich geäußert wurde, denn er will Cristiano Ronaldo zu der Werkself holen, will ihn im Sturmzentrum installieren, sollte man beispielsweise dann einen Spieler wie Victor Boniface abgeben. Aber was ist da jetzt wirklich dran? Ja, tatsächlich wurde der Post, der da auch von einem, ich sage mal, wenn man das Journalist nennen kann, auf Twitter verfasst wurde, der wurde schnell wieder runtergenommen beziehungsweise wurde jetzt auch durch Twitter gesperrt, weil es war ganz klar eine Falschmeldung. Nein, Cristiano Ronaldo wird nicht zu Bayer Leverkusen wechseln. Es war nie ein Gespräch, was stattgefunden hat. Er hat sich da auch hier auf die Bild bezogen, also der Post auf Twitter. Aber das war eine ganz klare Fake News. Also das stimmt auf jeden Fall nicht. Nichtsdestotrotz gab es natürlich einige Kommentare und Retweets und das Ganze ist auch durch die ganzen Medien gegangen und ich wollte euch das hier auch nicht vorenthalten. Ist natürlich erstmal eine sehr, sehr spannendes Gerücht. Cristiano Ronaldo und Xabi Alonso, die haben zusammengespielt. Von daher ist natürlich ein gewisser Zusammenhang hier auch nicht komplett von der Hand zu weisen. Aber das wird definitiv nicht passieren. Aber was passieren könnte, ist ein Wechsel von Xabi Alonso zu seinem Ex-Club, nämlich zu Real Madrid. Denn er hat noch einfach
Vertrag bis 2026 bei dem aktuellen deutschen Meister, bei Bayer Leverkusen. Und dass jetzt hier zum Beispiel eben auch ganz große Clubs wie der FC Bayern München, wie Liverpool interessiert waren, das wissen wir alles. Und jetzt hat der Geschäftsführer von Bayer Leverkusen, Fernando Caro, ganz offensichtlich gesagt, ja, es könnte schon sein, dass er irgendwann mal bei Real Madrid an der Seitenlinie steht. Er glaubt zwar dran, dass er im nächsten Jahr ganz sicher, das ist jetzt ja auch schon fix, weiter bei Bayer Leverkusen an der Seitenlinie stehen wird, vielleicht auch seinen Vertrag bis 2026 erfüllen wird, aber dass Xabi Alonso vielleicht auch auf die ganz große Bühne bei einem ganz großen Club oder bei dem größten Club, den es überhaupt gibt, nämlich bei Real Madrid mal anheuern könnte, das ist für uns keine Schockmeldung, das könnte tatsächlich ganz einfach passieren und da bin ich natürlich gespannt, ob es wirklich hier bald vielleicht mal so aussieht, dass das die Realität werden könnte, dass Xabi Alonso der Nachfolger von Carlo Ancelotti wird, mit vielleicht einem Florian Wirtz, denn das sind auch so Gerüchte, die sich jetzt schon lange und hartnäckig halten. Ja, es gibt da immer mal so wieder Pläne bei Real Madrid, dass man Wirtz und Alonso im nächsten oder im übernächsten Jahr als Art Doppelpacktransfer holt. Dann hätte man natürlich eine richtig heftige Truppe. Und damit kommen wir zu einem weiteren Gerücht und das betrifft jetzt diesmal Alphonso Davies. Denn Alphonso Davies, er hat einen Vertrag bis 2025 beim FC Bayern München. Ihr kennt die ganzen Umstände. Er will den Verein verlassen. Die Verhandlungen mit den Bayern-Bossen, die stehen eigentlich so kurz vor dem Scheitern und dann wäre ein Transfer der logische Schritt. Und da war jetzt ja laut Transferexperte Ekrem Kono und laut anderen spanischen Medien eigentlich schon alles safe. Er wird zu Real Madrid wechseln. Man hat sich da schon auf einen Vertrag geeinigt. Aber jetzt kommt ein neuer Club ins Spiel. Denn ein neuer, wirklich ein richtiges Schwergewicht, möchte jetzt in den Davies-Poker einsteigen. Und das ist Manchester City. Sie wollen sich jetzt um den 23-jährigen Linksverteidiger bemühen und könnten so die Ablöse nochmal ordentlich in die Höhe treiben. Denn wie man jetzt immer gehört hat, will Real Madrid nur 30 bis 40 Millionen Euro zahlen. City, die wären da schon bereit, die geforderten 50 Millionen Euro von dem FC Bayern München zu zahlen. Das wäre jetzt nicht so das Problem. Und da gab es jetzt auch die letzte immer wieder Berüchte um eine mögliche Ultimatumstellung. Ja, die Bayern-Bosse, sie wollen jetzt eine Entscheidung von Davies. Ansonsten will man die Verhandlungen starten. Und jetzt kommt das Interesse von Manchester City vielleicht genau richtig. Denn sollte sich jetzt Davies in den nächsten Tagen dafür entscheiden, dass er die Bayern verlässt, dann geht der Ablösepoker mit Real Madrid los. Und dann ist es natürlich für den FC Bayern München viel besser, wenn es auch noch die Option City gibt. Denn wenn es die Option gibt, dann kann man den Preis hier nochmal mächtig nach oben treiben. Ob die Meldungen, die jetzt hier rumkamen, ob das jetzt tatsächlich stimmt, das muss man jetzt natürlich jetzt erst nochmal schauen, denn es könnte auch nur so eine Art kleiner PR-Move sein, um eben diesen Preis ein bisschen nach oben zu treiben. Real Madrid hat das auch schon so ein bisschen gewittert, von daher muss man mal abwarten, wie dann die Verhandlungen laufen. Das soll es von mir gewesen sein, die Themen von heute. Was sagt ihr dazu, eure Meinung in die Kommentare? Bis dahin, Leute. Ciao. Checkt doch gerne mal mein Instagram-Profil ab, bully_inside. Dort gibt es noch mehr News. Das habe ich in den letzten Wochen richtig wiederbelebt. Täglich mehrere Videos. Und in den nächsten Tagen gibt es da auch ein exklusives Gewinnspiel. Schaut deswegen gerne vorbei und folgt mir auch da.